Herzlich willkommen zu einer kleinen Mobilitätseinheit. Ich bin Caro, ich bin Übungsleiterin beim Allgemeinen Hochschulsport der Justus-Liebig-Universität Gießen und ich freue mich ganz doll auf die Einheit. Es geht heute um die Mobilisierung der großen Gelenke. Du brauchst nichts außer dir selber und vielleicht eine kleine Matte. Schau, dass es nicht rutschig ist. Entweder barfuß oder mit Stoppersocken mitmachen und genau, dann kann es auch schon losgehen, wenn du Lust hast. Wir stellen uns einmal ganz aufrecht hin, nehmen einmal Kinn Richtung Brust, halten es da kurz und dann nehmen wir den Kopf in den Nacken und das schön im Wechsel. Dann machen wir es einmal ganz groß. Richten uns auf und fangen an mit den Schultern zu kreisen. Wir kreisen nach hinten und versuchen möglichst die Schultern nach hinten unten zu ziehen. Ich drehe mich einmal zur Seite. Und dann richten wir uns nochmal auf. Wir mobilisieren jetzt unsere Brustwirbelsäule. Wir haben hier unser Brustbein, das Sternum. Das ziehen wir mal so weit es geht raus und dann lassen wir es fallen. Machen die Schultern auch ein bisschen mit. Ich drehe mich auch noch zur Seite. Stellen uns ein bisschen breitbeiniger hin. Jetzt versuchen wir mal unseren Brustkorb auf eine Seite zu verschieben. Jetzt verschiebe ich ihn nach rechts und dann verschiebe ich ihn nach links. Wie ihr seht, die Hüfte bleibt stabil, nur der Brustkorb verschiebt sich und die Schultern gehen mit. Das mal hin und her. Das jetzt mit Beginn. Brustbein zieht nach außen, dann verschiebe den Brustkorb zu einer Seite, dann fällt das Brustbein nach innen ein und zur anderen Seite. Das heißt, wir haben vier Positionen und versuchen die mal im Wechsel einzunehmen. Ich drehe mich nochmal zur Seite. Und dann versuchen wir es mal ein bisschen flüssiger, dass es eine Art Kreis wird. Wenn der Kreis noch nicht so gut funktioniert, auch gerne nochmal innehalten und die einzelnen Positionen durchgehen. Auch mal die Richtung wechseln. Und dann richten wir uns nochmal auf. Wir bleiben wieder hüftbreit stehen. Wir haben jetzt gerade, ich stelle mich nochmal zur Seite, normalerweise stehen wir relativ aufrecht. Wir kippen jetzt mal unser Becken, das heißt wir spannen den Popo an und ziehen die Hüfte praktisch nach vorne. Und dann in die Gegenrichtung ein bisschen Hohlkreuz machen. Das mal immer im Wechsel, die Knie sind leicht gebeugt.
stabilen Stand. Wenn es nicht geht, freie Hände nicht, dann kann man sich auch an der Wand festhalten. Wie gesagt, wir stellen uns erstmal auf ein Bein. Das heißt, mein rechtes Bein ist frei. Ich beuge die Hüfte und das Knie. Dann verdrehe ich es nach außen und jetzt senke ich es ein bisschen ab. Also, ich beuge das Knie, genau, beuge die Hüfte, nach außen führen und nach hinten führen, soweit es geht, und dann absetzen. Nach vorne, zur Seite, nach hinten und dann absetzen. Hinten strecken wir das aus. Vor allem, wenn man keinen Platz hat, wie ich. Und dann auch mal flüssiger versuchen, dass es praktisch ein Kreis wird. Versuchen immer gerade ans Maximum zu kommen und immer ein bisschen größer werden mit der Bewegung. Dann einmal absetzen. Wir beginnen mit dem anderen Bein. Erstmal einen stabilen Stand suchen. Dann nach vorne, zur Seite und nach hinten ausstrecken. Wieder nach vorne, zur Seite, nach hinten. Wichtig ist dabei, ich drehe mich mal zur Seite, wenn ich das nach vorne ziehe und dann zur Seite, dass ich nicht überkippe. Und wenn es nach hinten ausstreckt, will ich nicht nach vorne abhauen, sondern ich möchte hier im Rumpf stabil bleiben und nur meine Hüfte mobilisieren. Flüssiger in der Bewegung werden. Und dann wechseln wir nochmal das Bein. Wir machen das gleiche nur rückwärts. Das heißt, ich beginne jetzt hier, strecke das Bein nach hinten aus und nimm es dann über die Seite nach vorne. Können wir gleich mit der flüssigen Bewegung einsteigen. Hier versuchen, möglichst stabil zu bleiben im Rumpf und auch die Hüfte möglichst stabil zu halten. Dann einmal das Bein wechseln, erstmal langsam beginnen und dann schön flüssig durchführen. Stellen uns wieder auf ein Bein, heben das Bein an, dass ihr es im 90-Grad-Winkel habt und dann lassen wir mal den Unterschenkel kreisen. Auch mal in die Gegenrichtung kreisen lassen. Ihr könnt das Fußgelenk auch mitnehmen. Dann einmal wechseln. Und nochmal die Richtung wechseln. Uns nochmal auf, stellen uns breitbeinig hin, Bauch ist fest und jetzt ziehen wir mal mit einer Hand zum Knie und soweit es geht zum Unterschenkel entlang und spüren hier so eine leichte Dehnung auf der Seite. Da kurz halten, dann zur anderen Seite. Nochmal wechseln. Ihr könnt den einen Arm auch nach oben nehmen. Merkt ihr vielleicht, dass es ein bisschen mehr dient. Dann richten wir uns nochmal auf. Wir beginnen jetzt wieder im hüftbreiten Stand. Nehmen Kinn Richtung Brust und rollen uns langsam Wirbel für Wirbel Richtung Boden ab.
ich drehe mich nochmal zur Seite. Wir rollen nochmal Richtung Boden ab. Spielchen nochmal. Wenn wir jetzt unten sind, versuchen wir mal unseren Rücken gerade zu machen und dann mit geradem Rücken nach oben zu kommen. Jetzt gehen wir wieder mit geradem Rücken, soweit es geht, nach unten. Und dann rollen wir uns wieder ein und rollen uns in den aufrechten Stand auf. Wir brauchen jetzt ein bisschen einen weiteren Stand. Kommt drauf an, wie mobil ihr schon seid. Genau. Wir beugen jetzt immer ein Bein, das andere bleibt gestreckt und ihr versucht das Gesäß, soweit es geht, nach hinten abzusenken, ohne dass die Ferse abheben. Dann immer auf die Seite, auf die andere Seite wechseln, kurz halten und wieder rüber. Wir verlagern also eigentlich unser Gewicht von einer Seite auf die andere Seite. Möglichst ohne euch mit den Händen abzustützen, sondern aus Beinkraft halten. Und versuchen mal so nach unten zu kommen, dass irgendwann unser Gesäß Richtung Ferse kommt. Beine aus. Kommen nochmal in den weiten Stand. Wir probieren das gleiche nochmal. Versuchen mal kurz auf einer Seite zu halten und ein bisschen weiter runter zu kommen. Dann zur anderen Seite. Auch da kurz halten und wieder wechseln. Was für die Schultern. Wir stellen uns erstmal seitlich an eine Wand, legen unseren Arm an die Wand, unseren Ellenbogen, unseren Unterarm und dann gehen wir einen Schritt nach vorne, dass wir so eine Dehnung in der Brust spüren. Wir drehen uns ein bisschen von der Wand weg und spüren die Dehnung in der Brust und halten es hier mal ein bisschen. Wir halten es gleich einmal zur anderen Seite. Unterarm anlegen und dann Schulterhöhe ist der Unterarm ungefähr an der Wand und ein bisschen von der Wand wegdrehen, dass ihr eine Dehnung in der Brust spürt. Dann stellen wir uns wieder neben eine Wand. Wenn ihr keine habt, müssen Sie euch vorstellen. Ich habe zum Glück eine. Ich mache jetzt einen Kreis mit meinem Arm und versuche dabei nicht die Wand zu berühren, aber ich darf auch hier nicht jetzt rausweichen, sondern ich versuche stabil zu bleiben und nur aus der Schulter, jetzt merke ich, ich stoße an, ich muss einen Schritt weiter weg, nur aus der Schulter den Kreis zu machen. Also lieber ein Stück weiter weg starten. Wer keine hat, versucht gerade zu bleiben. Und gerade stehen zu bleiben und mit dem Arm einen möglichst großen Kreis zu machen. Es muss auch nicht schnell sein, weil dann ist es mit Schwung, sondern es soll ganz kontrolliert beim Bewegungsradius ein bisschen erweitert werden, Stück für Stück. Wechseln.
Schulter zur Wand, wieder erstmal ein Stück weit wegbleiben und wir machen einen Kreis, versuchen möglichst stabil zu bleiben und die Schulterachse nicht zu verdrehen. Und wenn es gut klappt, dann könnt ihr auch ein Stück näher ran an die Wand. Schön langsam und kontrolliert. Dann die Richtung wechseln. Schön aufrichten. Von hier drücken wir uns mal nach oben, strecken die Hüfte, wieder absetzen und zur anderen Seite hier dasselbe. Hüfte strecken, Hüfte wieder beugen, ganz kontrolliert. Natürlich versuchen, die Knie auf den Boden zu lassen, also die Unterschenkel. Dann richten wir uns nochmal auf. Wir laufen mit den Händen jetzt nach vorne, soweit es geht. In der Position.
Knie zu bekommen, hier mal zu halten. Tief einatmen. Wir laufen mal über vorne, über die Mitte zum anderen Bein. Auch hier wieder Knie Richtung Nase, Richtung Knie, so rum. Richtung Mitte laufen und uns aufrichten. Nochmal aufrecht hier sitzen. Und nochmal nach vorne zur Mitte laufen. Mal hier die Dehnung halten. Dann richten wir uns nochmal auf. Wir setzen uns jetzt in den Schneidersitz. Wir nehmen mal unsere Füße zusammen, halten die fest und versuchen mal aufrecht zu sitzen und unsere Knie Richtung Boden zu drücken. Ihr könnt auch mit den Ellbogen ein bisschen nachhelfen. Schön tief einatmen. Dann nochmal locker. Strecken mal ein Bein nach vorne, eins mal zur Seite und den Unterschenkel erstmal nach hinten, so mal aufrecht sitzen. Für manche ist das vielleicht schon Dehnung, für andere nicht, dann könnt ihr auch noch nach vorne gehen. Den Unterschenkel nach vorne, auch nochmal vorne zum Fuß greifen und dann tauschen wir die Seiten, erstmal wieder den Unterschenkel nach hinten, manche kennen es vielleicht auch als Hürdensitz, erstmal hier aufrecht sitzen, wenn das klappt, gehen wir nach vorne zum Fuß und halten die Dehnung, laufen einmal rüber zu dem Unterschenkel, der angewinkelt ist. Und dann kommen wir wieder in den Sitz. Wir entspannen uns noch kurz mal tief in den Bauch einatmen, aufrecht sitzen, Schultern ziehen nach hinten, unten.